Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 1301. Ach ihr liebe Leid, mit Schrecke habe ich gestern erfahren, dass der digitale Chronist bei YouTube gelöscht wird. So verschwinden immer mehr Kanäle von YouTube, die sich für die Demokratie einsetzen und eine neutrale Berichterstattung bieten. Das soll jetzt hier kein Nachruf werden, der digitale Chronist macht ja weiter, jetzt erstmal auf der alternative Plattform. Und vielleicht kommt er ja wieder zurück auf YouTube, bis er dann wieder gelöscht wird. So steht man als kritisch Berichtender auf YouTube eigentlich immer knapp vorm Ausschluss. Wenn du morgens deinen Computer anmachst, guckst erstmal, ob dein Kanal noch da ist oder ob du mal wieder einen Streik hast. Manchmal frage ich mich, warum er sich das eigentlich alles antut. Eigentlich könnte man ja seine Sache nur zum Beispiel auf Odyssee veröffentlichen. Das Problem ist halt, dass es dort keine Sau sieht. Gerade mal 400 Zuschauer habe ich so im Durchschnitt pro Video. Ist es doch dem geneigten Zuschauer anscheinend zu lästig, die Plattform zu wechseln. Und die Odyssee-App auf Google Play hat überhaupt nichts mit Odyssee zu tun. Da geht's um Heal Club und Spar. Ist es also für euch als Zuschauer einfach zu umständlich, zu lästig, zu unbequem, dem YouTuber eurer Wahl ins Daten-Nirvana zu folgen? Und ich will ja nicht unhöflich erscheinen, aber daran müsste sich was ändern. Natürlich müsste auch die YouTuber, besonders die Große, ihr Schärflein dazu beitragen. Den Kanal von Tim K. oder von Never Forget Nikki sucht man auf Odyssee vergeblich. Wäre es doch wirklich kein Problem, parallel zu YouTube auf Odyssee zu veröffentlichen, um so dem geneigten Odyssee-Zuschauer die ganze Bandbreite zu bieten. Aber was hab ich schon für Ahnung? Bin ich doch nur ein blöder Aff. NTV berichtet, Cannabis könnte vor Corona schützen. Ja, Forscher aus Oregon haben das festgestellt. Die Cannabinoide würde den Eintritt des Virus in die Zelle blockieren und somit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Was unsere Bundesregierung dazu meint, kann ich euch jetzt nicht sagen. Hey, wahrscheinlich gibt's dann noch eine Kiffpflicht oder ein Marihuana-Abo. Und wenn du dann zum Friseur gehst, wird dein Kifferausweis kontrolliert, ob du auch genügend geracht hast. Wahrscheinlich darfst du nirgendwo mehr hin, wenn du keine klassische Arge hast. Und auf der Demo wirst du verprügelt, wenn du nicht deine Mindestmenge von 5 Gramm dabei hast. Aber so weit ist es ja noch nicht. Denn jetzt muss erstmal getestet werden, ob das auch stimmt, was die Leute da in Oregon behaupten. Haben wir doch jetzt schon ein ideales Mittel gegen die Seuche. So schreibt auch NTV. Zitat: Die Covid-19-Impfstoffe sind vor mehr als einem Jahr ein großer Durchbruch in der Pandemie. Ja, da haben sie recht. Denn der Kram, der wirkt so gut, dass man mittlerweile schon 3-mal verimpft hat und die 4. Portion bereits in Vorbereitung ist. Gut, die Pandemie ist noch nicht besiegt und eine Maske muss man ja auch noch tragen, obwohl man vollständig geschützt ist. Ach ja, und erkranke und sterbe kann man immer noch. Also insofern hat NTV recht. Die Covid-19-Impfstoffe sind wirklich ein Durchbruch in der Pandemie und da wird's natürlich schwer für jedes Konkurrenzprodukt, die sagenhafte Erfolgsgeschichte der Covid-19-Impfstoffe zu übertreffen. Endlich mal eine gute Idee. Der Habeck will Fachkräftemangel mit mehr Zuwanderung bekämpfen. Er sagte mal, wieso ist eigentlich nicht früher schon jemand auf die Idee gekommen? Klemmt's doch in Deutschland an alle Ecken. Brauchen wir doch unbedingt die Fachkräfte aus dem Ausland. Denn sind wir doch mal ehrlich, die Deutschen sind doch zu nichts mehr fähig. So will auch die FDP mindestens 500.000 Migranten pro Jahr aufnehmen. Und die stehen ja auch Schlange. Die wollen alle zu uns. Die sind nämlich ganz scharf drauf, die mit um höchste Miete, Energiekosten, ja, Lebenshaltungskosten zu bezahlen. So gesehen ist Deutschland wirklich das Traumland für jeden, der fischt, arbeiten will. Ja, hier in Deutschland, da kannst du ja noch was aufbauen. Gut, du darfst halt nicht so viel verdienen, sonst ist dein Geld gleich wieder weg. Das liegt halt an der hohen Abgabe. Du darfst aber auch nicht zu wenig verdienen, sonst reicht's nicht für die Miete und für den Strom. Ja, ja, es wird ja immer alles teurer. Genau das ist der Grund, warum alle Fachkräfte dieser Welt am liebsten sofort zu uns aufbrechen würde. Da gibt's doch tatsächlich Leute, die behaupten, dass die ganze Fachkräfte nur zu uns wollte, wegen der hohen Sozialleistungen, um sich hier Lenz zu machen. Da sieht man's wieder. Falle doch die Leute zu gern auf rechte Parole rein. Zeichne doch die gefälschte Statistik unserer Regierung ein ganz anderes Bild.
Und er glaubt ja wohl nicht, dass unsere Regierung in der Lage wäre, uns zu belügen. Was soll denn auch der Sinn sein, Deutschland zu fluten mit Menschen, die nichts anderes zu tun haben, als sich in unserem sozialen Netz wohlzufühlen? Müsste man doch dann von unserer Regierung denken, dass er unser Land absichtlich in den Ruin führt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, ihr liebe Leute, ist das Video schon wieder fertig? Ja, sonders lang sind sie ja nicht, meine Videos, gell? Jetzt habt ihr mich wieder erwischt auf meiner Schaukel. Mach ich das doch einfach zu gern. Liegt mir's doch im Blut, so wie jedem anderen Aff auch. Aber was ich euch noch sagen wollte, ist, dass euer Hallmark jetzt auch Internetseite hat. Ja. Und der Hallmark.net könnt ihr mal Internetzeit betrachten. Da findet ihr nicht bloß alle meine Videos, sondern auch die Links, wo ich überall aktiv bin. Ein kleiner Shop habe ich auch eingerichtet. Und das Wichtigste, was mich die meiste Mühe gekostet hat, sind die Datenschutzrichtlinien. Aber jetzt mal Scherz beiseite, ich glaube, mir ist die Internetzeit ganz gut gelungen. Also es lohnt sich schon mal, drauf zu gucken. Denn man weiß ja nie, wie es weitergeht, ob die mich bei YouTube komplett sperre irgendwann einmal. Also habe ich mir gedacht, dass es ganz sinnvoll wäre, eine zentrale Anlaufstelle zur Hallmark-Welt zu errichten. Hier unten in dem Video findet ihr einen direkten Link auf hallmark.net. Aber ihr könnt es auch direkt in euren Browser schreiben. So, ich schaukel jetzt noch ein bisschen weiter. Und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mal meine Homepage angucken. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns ja dann spätestens beim nächsten Video.